Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit dem ersten Video des Let's Plays zu A Plague Tales Requiem. Der zweite Teil ist jetzt endlich draußen und ich muss gestehen, ich kann es kaum erwarten, jetzt dann auch ins Spiel reinzugehen, denn der erste Teil, muss ich sagen, der hat mich schon echt so unfassbar krass begeistert. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen welche, die es auch gespielt haben und die das ja gleiche behaupten können. Für die, die es nicht gespielt haben und nicht wissen, worum es geht, würde ich vielleicht gleich nochmal hier und da ja gewisse Details mal raushauen, ja, damit auch die Leute eben in irgendeiner Form mitgenommen werden. Ja. Ihr seht es jetzt auch schon auf dem Bildschirm hier links von mir. Für die Leute, die Ratten eklig finden, eine Phobie haben, wie auch immer, ja, dem würde ich an dieser Stelle einfach empfehlen, diese Videos nicht zu schauen, ja, denn es könnte sehr unangenehm werden für euch. Denn wir werden wohl auf die eine oder andere Ratte hier treffen. Ja, jetzt kann ich ja einfach mal gerade ein bisschen eher ins Detail gehen. Ja, denn wir spielen hier das Geschwisterpaar Amicia und Hugo. Ja, wir sind im, ich meine, es müsste irgendwas um das 14. Jahrhundert sein. In Frankreich sind wir unterwegs und sind eigentlich aus dem letzten Teil, ja, sind wir noch auf dem Weg nach Süden Frankreichs. Ja, warum, wieso, weshalb, wird unter Umständen vielleicht nochmal thematisiert im Laufe des Spiels. Ja. Jedenfalls möchten wir gerne auf eine Insel kommen, denn Hugo, der kleine Bruder von Amicia, ist schwer krank. Ja, und man erhofft sich da eben entsprechend ja, etwas zu finden, um den Jungen eben zu heilen. Ja. Und gibt es sonst noch was, was ich irgendwie vielleicht erwähnen sollte an dieser Stelle? Ich weiß nicht, vielleicht bekommen wir ja die eine oder andere Sache einfach gleich nochmal etwas genauer dargestellt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, starten das Ganze auch. So, wählen einen neuen Spielstand und ein neues Spiel. Jetzt schauen wir ganz kurz, ob wir hier alles entsprechend eingestellt haben. Textsprache, Audiosprache, Untertitel. Lassen wir auch einfach mal drin. Ne? Kann ja nicht schaden. So, jetzt starten wir das Ganze. Und wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt hier noch erwartet. Weil der erste Teil, der war schon ziemlich gut. Kapitel 1. Unter einer neuen Sonne. Für mich. Los, kommt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Seht euch das an. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. So, wie man das natürlich jetzt erwarten konnte, ja, werden wir jetzt erstmal so ein kleines Tutorial hier mal durchspielen. Ne? Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Auch schön, dass wir natürlich jetzt hier komplett alles synchronisiert haben in deutscher Sprache natürlich. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch. Ja, dann Hugo und Amicia, die Amazone.
Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hinter die Mauer. Ich möchte natürlich mich auch ein bisschen zurückhalten. Ne? Ich möchte hier nicht jedes Mal dazwischen sprechen. Wenn denn hier eben auch die Personen miteinander interagieren. Ja. Lukas, der Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Seen Eintopf mache. Es ist die Frage. Das ist eklig. Er sucht uns ja jetzt, oder? Also. Mal ein bisschen hier mit der Kamera spielen. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwo. Ah, Moment. Links ist hier diese Anzeige. Soll uns das sagen, dass er da sich jetzt quasi bewegt? Ah, da ist er ja. Aber ich werde euch trotzdem finden. Sehr gut. Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Ja. Das halte ich auch für eine gute Idee. So, ich schleiche dich an Lukas heran und halte X gedrückt, um ihn zu erschrecken. Dann versuchen wir das mal. Ist die Frage. Wir warten noch mal eben. So, jetzt mein Freund, jetzt. Wow. Hier vielleicht noch mal jetzt. Na, ja, alles gut, alles gut. Nein, nicht in die Richtung. Der Heimtückische hat euch erblickt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist zu böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch eine Chance. Okay, alles klar. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Wo ist er denn jetzt? Eins, da zwei, ist er. Drei, vier, fünf, sechs. Wir verstecken uns einfach jetzt mal hier. Okay, alles klar. So, wo geht er lang? Der geht da vorne. So, und jetzt. Jagt mir nochmal den Jäger. Euer königlicher Mundgeruch. Könige stürzen nun mal. So, jetzt aber. Oh, meine Güte. Ja. Du hast dich so erschreckt. Mein Freund. Ich habe ein klein wenig in die Hose gemacht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Ja. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Lukas, Burg an. Es war uns eine Freude. Guter König. So, erreicht die Burg ist die nächste Aufgabe. Ich auch. Damit ist wahrscheinlich das Teil da vorne gemeint. Oh, darf ich da hochklettern? Nein. Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, ja klar. König jetzt erstmal schön darunter scheppern. Was siehst du von da oben? Mein den Kopf Reich. Anstoßen. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Nun denn. So schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und ist das ein Tanzhafen oder was? Bleib an der Grenze und versenk sie. Ich hinter den Baumstamm? Ja. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. So, Schleuder ziehen. Und dann einmal drauf damit. Zack. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Auch das mit der Schleuder kennt man eigentlich aus dem ersten Teil. Keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Aber auch hier sieht man, ja, wir sind das Haus wie ordentlich so eine Steinschleuder auch scheppern kann, oder? So, wer ist da vorne? Hallo. Ja, hallo. Schleuder gelegt. Oh, die kann ziemlich laut sein. Das ist auch meine fragen, Rede. Ob ich mitspielen darf?
Ja, aber wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll. Ja, dann zeig mal her. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Wie weiter geht's? Du schießt ja. Gut gemacht. Ja, mach mal auch nicht das erste Mal, ne? Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versichere sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Aber trifft der eine, den ist überhaupt irgendwas, oder? Ja, wir treten ihn in den bösen Arsch. Hey, hallo? Ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Konfliktchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Für Manieren. So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tonner. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, oh, jetzt. Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tono. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tono war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Irgendwie kommt mir der ganz komisch vor, der Junge. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir oder? Geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das ja. hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es. Irgendwann schaffe ich das. So, B zum Ducken drücken. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Angriff! Angriff! Ja, ich merke auch gerade, dass ich eigentlich ja, so gut wie gar nicht dazu komme, auch irgendwas dazu sagen. Ich halte mich auch einfach mal zurück. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Möchte ich möglichst vermeiden, hier zwischenzureden. Vielleicht an dieser Stelle noch kurz der Hinweis, bevor ich jetzt hier weitermache und die weiterreden. Der Plan ist es jetzt für dieses Let's Play, ja, für jedes Kapitel, das wir hier spielen, ein eigenständiges Video zu machen. Denn das kannte ich jetzt schon aus dem ersten Teil. Und hier hatten wir es ja auch schon gehabt, ne? Mit dem ersten Kapitel, das dann angezeigt wird. Und so würde ich es dann einfach handhaben, dass wir, wie gesagt, pro Kapitel eben ein eigenständiges Video machen. Das heißt, wenn wir gleich irgendwann mal in Kapitel 2 angekommen sind, endet dieses Video an dieser Stelle. Ja? Und anschließend geht es natürlich da auch weiter. Nur, dass ich schon mal gehört habe. Ja? Und dann kann man eben jedes Kapitel so als allein, eigenständiges, alleinstehendes Video eben, ja, ich sag mal, zur Verfügung stellen. Ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt habe ich auch genug gesagt. Jetzt geht weiter. Jetzt gehen wir hier mal durch. Ja, guter Plan. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, ich denke auch. Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Schaden könnte es nicht. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Mal hier durch die Tür. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise.
Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Jo! Wir müssen raus! Die Tür. Okay. Oh, nein, das gibt jetzt auch minimal unerwartet. Ihr sitzt fest! Hier! Vor allem, hat er da einen Korb? What? Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen. Okay, wir rennen mal, ne? Hier lang. Da passt ihr nicht durch. Schnell. So, jetzt aber schnell. Runter, schnell. Es geht weiter. Sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Okay. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Wir müssen hier weg. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Die sind verrückt. Ja. Uns idealerweise verstecken. Ist eins mit der... Sauerei. Ja. Und was der, wollt ihr jetzt mit Fleisch und Honig? Hauptaufgaben. Ja, dass man auch häufig im Stealth-Modus, ja, wie man es ja immer so schön sagt, sich in irgendeiner Form fortbewegt. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Aber es wird auch Szenen sicherlich geben, wo wir dann wirklich, ja, auch acht zulangen müssen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Okay, da durch. Oh. Verdammt! Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Was ist denn? So, Gut. Hey, heul hier nicht rum. Jetzt sind wir da vorne durch die Tür und die checken das jetzt auf der anderen Seite nicht, dass wir hier drin sind oder was? Egal. Soll uns recht sein. Jetzt erstmal ganz langsam hier rüber. Sie kommen nicht mehr her, das sag ich dir. So, du kannst Geschosse mit der Hand werfen, um leiser zu sein. Ich wollte doch nur arbeiten. Halte RB gedrückt, so. Stein werfen. Ich muss hier schleunigst weg. So, ziele auf die Werkzeugkiste. Ah. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg, schnell jetzt. Jetzt da durch. So sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Ja. Oh nein. Thomas. Hier lebt Thomas. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Aber wieso kennt er denn seinen Namen? Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, habe ich jetzt wieder irgendwas, wo ich einen Stein... ja, hinwerfen kann? Denn ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie da hinten durch müssen, oder? Was denn, wenn ich da mal einen Stein hinwerfe? Juckt das den? Nö. Genau null. Muss ich den sonst von hinten angreifen? Nein. Oder, aber wir können da hoch. Moment. Hey, komm mit hoch. Ist die Frage, ob wir das ja, ruhig schaffen, dass er uns nicht bemerkt, oder? Das scheint zu funktionieren. So, erstmal wieder hier im hohen Gras oder im Busch aufhalten.
So, wo geht's denn hier weiter? Da unten drunter? Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Oh oh. Er kommt. Er ist, glaub, jetzt. Ah, ablenken schnell. Was soll denn? Los geht's. Ah, gerade nochmal gerettet. Gerade nochmal gerettet, die Situation. Er hat uns fast gesehen. Ja, alles gut. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Ich denke mal, hier ist es auch echt nicht verkehrt, ne, wenn wir uns hier fortbewegen. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Welche Tür? Da oben die? Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn erwischt. Genau, der versteckt sich hier irgendwo. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was sich gleich da noch herausstellt. Was Tonin eigentlich jetzt hier für eine Funktion hat. So. Genau. Wählen wir einmal hier aus. Wenn ich den hinter ihn werfe. Hinter ihn, also da. So, da mal hin. Er dreht sich um. Ich hab eine Axt. Pass bloß auf! Ja, jetzt ich hab eine Axt. Heilige, schützt mich. Oh, schnell hier drunter oder was? Ich habe schon Halluzinationen. Hier hätte ich aber einfach auch rechts an dem Wagen hätte vorbeigehen sein, können, oder? Ja. Achso, da kommen wir jetzt nicht drunter. Nein, abgeschlossen. Gibt's ja einen anderen Weg? Den da, hier den da, auch. Hier, ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. So, Hugo kann sich durch enge Räume zwängen. Halte LB gedrückt. So, jetzt müssen wir mal gucken, interagieren. So, sei ganz vorsichtig, keine Sorge. Jetzt schicken wir Hugo darüber. Warum habe ich das Gefühl, dass er sich jetzt gleich entdecken lässt? Wo ist er denn hier überhaupt? Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Tonor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Still. Aber ihr merkt schon, ne? Jetzt hatten wir gerade so diese ersten 5 Minuten oder 10 vielleicht, ja, wo noch so ein bisschen heile Welt ist, ja. Und jetzt geht es halt wirklich schon direkt über in diese, ja, brenzlige, gefährliche Situationen, ja, mit der wir jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels in irgendeiner Form, ja, uns auseinandersetzen müssen. Ne? Aber ich mag diese Stimmung auch mit der Musik. Das ist so. Das kommt ganz gut rüber. Wobei das noch nicht, also, das ist bei weitem noch nicht alles. Das kann ich auch noch schon sagen, also. Das Tor da hinten, versuchen wir es. Wenn das Spiel auch nur annähernd an den ersten Teil rankommt, dann wird dieses auch unfassbar gut. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler, aber ich bieg das wieder gerade. Hör auf! Hugo, bleib hinter Was? Mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Stop! Stop!
Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte! Warte auf mich! Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Das war jetzt übrigens für die Leute, die es nicht kennen, was ich ja anfangs gesagt habe, die Krankheit von Hugo. Man kann das jetzt auch gerade an seinem Hals sehen, ja, diese, ja, schwarzen Adern würde ich sie jetzt mal nennen. Okay, wir gehen ja erstmal da hoch. Ich weiß auch schon gar nicht, ob ich es überhaupt mal erwähnt habe. Aber Hugo ist in der Lage, diese Ratten, das ist ja das, was man gerade eben, glaube ich, auch hören konnte, nachdem die zwei Typen, ich sag mal, Amicia und Hugo angegriffen haben, dass, ja, Hugo wohl die Ratten gerufen hat, ja. Denn das konnte er. Er konnte teilweise dann auch dann diese Ratten wirklich steuern, sag ich mal. Geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. An, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen.
Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia, es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die Rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, warte! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Bleib unten. Wir gehen mal hier rüber. Sie war genau hier. Sie muss doch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Das ist eine hervorragende Idee. Der Wagen. Sie brauchen dich. Öko braucht dich. Okay, ah, da vorne ist der erste. Und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht auf. Da vorne ist jetzt wieder so eine Kiste. Das heißt, wir könnten doch eigentlich mal ganz entspannt einen Stein dahin schmeißen, oder? Ohne dich sind sie tot. Die müssen noch irgendwo hier sein. Na gut, er schaut ja eh schon in die Richtung, aber wir gehen ja schnell mal rüber. So. Nein. Hat er uns jetzt gesehen, oder was? Ich hab sie! Kommt her! Komm, wir rennen einfach mal. Ja. So. Da unten, ja. Sie ist hier, du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Mir egal. Du hast meinen Sohn ermordet. Nein, nein, nein. Ja, da war ja keine Absicht. Das Haus. Das war ja keine Absicht. Oh, ich glaube, da vorne links kommen wir jetzt nicht mehr vorbei. Dann springen wir mal durchs Fenster, ne? Also vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen, wenn jetzt gleich schon hier alles runterbrennt. Sie leben noch. Der Wagen, meine Schleuder. Hol die Schleuder, schnell. Na los, ja. So, da vorne kommt der nächste. Das hat er jetzt mitbekommen. So, okay, wir können Gegner ausschalten, indem wir mit der Schleuder einmal mit Karacho da drauf zielen. Zack! Auf Wiedersehen.
So, ich würde aber sagen, hier rennen wir jetzt einfach mal durch, oder? Ah. Gut, ich wusste jetzt nicht, dass hier mit Pfeil und Bogen auch schießen. Dann wiederholen wir das Ganze noch einmal. So, dann machen wir es einfach. Jo. Okay, alles klar. Die Frage, die sehen uns jetzt sofort, ne? Also den soll ich schon als erstes dann... Ja, dann lass doch das Ding da los. Und zu Kontern, zum Kontern komme ich auch nicht mehr hier. Das ist ja... Das ist ja hervorragend, ist das. So, ich hole jetzt schon mal aus. So. Zack. Das ist aufpassen. Nach vorne kommen schon die nächsten. Doch eben hier rechts. Ah, okay. Ah, die haben uns eigentlich mal gar nicht gesehen, ne? Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir denen auch einfach aus dem Weg gehen, oder? So, der da vorne rechts, der sucht schon nach uns. Och, nö, komm. Jetzt hier runterspringen. Ah, ist halt die Frage, ob wir den ersten mal platt machen. Und dann den zweiten direkt hinterher. Zack. Ja, okay. So langsam bin ich hier drin. Zahn zu. So, komm. Dreck rein da in die Hütte. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Kapitel 2. Neuankömmlinge. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es.
Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, eine Pause machen wir jetzt. War ein guter Übergang, denke ich mal, oder? Ja, wir sind im zweiten Kapitel angekommen. Ihr seht es jetzt. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich das gerne so handhaben möchte, dass ich für jedes Kapitel eben ein eigenständiges Video habe. Ja, heißt, hier legen wir ein kleines Päuschen ein. Im nächsten Video geht es dann natürlich an der gleichen Stelle auch weiter. Und dann, ja, schauen wir mal, was uns auch noch hier noch weiter erwartet. Wenn euch das Ganze in irgendeiner Form unterhalten haben sollte, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.